Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK zusammen mit Baloo und mit Katze. Baloo! Dinge sind passiert, ich bin ein Engel. Ja. Ist das nicht schön? Katze hat ein Herz aufgemalt bekommen. Ganz zufällig. Zeig doch mal dein Herz. Zeig mal, Katze. Hübsch! Oh, hübsch! Hübsch, hübsch! Hübsch, hübsch! Oh, was soll der Bogen? Was ist das jetzt? Das dich! Das dich denn! Oh, lol! Oh nein, wait a minute. Was? Ja. Was? Partikeleffekt. Herzen und Rosen. Oh, toll. Hier, Cupid Miri. Für dich. Für mich? Okay. Jetzt ist alles verloren. Muss ich da irgendwie Pfeile draufziehen oder sind noch welche drin? Sehe ich gut aus? Ja, total. Du verliebst dich jetzt in Anti-Stress, Dodo. Warum immer in meinen Kopf? Wo ist Anti-Stress, Dodo? Der Ort, der am wenigsten Schaden davon trägt, wenn ein Pfeil drin steckt. Ihr habt euch jetzt verliebt. Wo ist er hingeflogen? Habe ihn in sein Liebesnest geworfen. Hey, ich bin doch schon verliebt. Hör auf. Haben wir dann alles ins Gebäude? Ne, eins fehlt noch. Der Teddybär. Der Teddybär ist für C4. Okay. Aha. Interessant. Interessant. Aber ich kann theoretisch den Teddybären machen. Ja, aber da hätten wir alles, auf jeden Fall. Ja, bis auf das Emote, aber das Emote ist sowieso egal. Ja, das ist ja auch nur... Auch keiner. Kann man die Handschellen und so auch upgraden? Macht das überhaupt Sinn? Hast du die Handschellen angezogen? Ja, nee, warte, jetzt muss ich erstmal die Skin, so. Wir brauchen zwei Wolle für den Teddy. Okay, Miri, komm mal her. Geht so schon mal nicht. Hä? Wie funktioniert das? Katze, wie wendet man denn Handschellen an? Kann sie ja nicht mal. Kannst du. Warum nicht? Weil PvP aus ist. Für uns. Oh! Toll! Und da würde man Handschellen benutzen? PvP, ja klar. Gegner dadurch dazu zwingen, dass sie sich nicht mehr bewegen können und so weiter. Also, dass sie keine Waffen mehr benutzen können in dem Moment. Aha. Das ist eine sehr praktische Geschichte. Miri, guck mal hier hinten jetzt Nein an. Dreh dich mal um. Ah, du malst gerade. Hä? Guck mal, Miri. Ja? Pass auf. Oh, warte, das wollte ich nicht. Sekunde. Ach komm, schon lande wieder. Pass auf. Ich gebe mir jetzt eins von diesen Candies zu essen. Aha, und dann? Explodierte. Sieht viel schöner aus als davor. Ja, nee, gar nicht. Das ist kein C4, sondern ein Granatenskin. Hübsch. Hübsch, oder? Nein, hübsch. Ja. Schade nur, dass es nur so kurz hält. Das ist hübsch. Das ist sehr hübsch. Fies, meine Farbe ist leer. Oh, fertig. Redet Baloo schon wieder mit sich selbst. Hä? Wie kann ich eigentlich selber meine Farbe von mir runternehmen, wenn ich angemalt wurde? Gar nicht, das kann nur ich. Ich bin der Master auf Farbe.
Master of Disaster wohl eher. Master of Desert wohl eher. Was für eine Wüste? Ist die Farbe schon wieder leer? Oder kann ich da unten nur nicht malen? Wusstet ihr eigentlich schon, dass unser Haus noch nicht fertig ist? Welches Haus? Das Metallhaus. Wir haben ein Haus? Ja. Ey, Balululu, dann geh doch mal hin. Mach's doch mal fertig. Keine ohne eure Hilfe. Ja, das sollst du trotzdem hin. Warum? Ich bin da. Aber ihr wolltet da ja nicht bauen. Ey, du Kekleon. Hä, warum nicht? Ab. Hallo? Na, willst du mal was sehen? Ja, was? Ja, guck mal, ein Teddy. Explodiert der? Die Lache. In bunten Liebesfarben. Halt echt eine Granate, ne? Also. Oh, was für eine schöne Granate. Ich will sie auch sehen, die Granate. Oh, hübsch. Love is in the air. Schon mal versucht, damit einen Dino zu sprengen. Noch nicht. Ich will zugucken, gespannt, wie ein Dino sprengt. Oh. LOL, wie weit die geflogen ist. Ja. Komm zum neuen Haus, Miri. Der Engel ist schon unterwegs. Oh, die ist da nicht. Ich hab die falsch gebaut. Ja. Wie Miri, der Luft abwerfen. Go. Daneben. Fuck, die kommt zurück. Fuck, die kommt zurück. Ah, fuck, Snake. Die kommt zurück. Zeig mal den Teddybär. Ich will einen Teddybär sehen. Ja, so den, bitte schön da. Nein, da! Der macht nichts, Miri. Nur Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe. Oh, okay, Farbbomben. Der könnte sogar beim Bronto sein, fast. Der, ja, die Gudrun. Wirf die Gudrun ab. Komm, lauf weiter. Lauf weiter. Nein, er biegt natürlich ab. Warte mal, müsste das nicht möglich sein, damit Steine und sowas zu sprengen? Alter, wieder davor liegen. Liegen ganz hässlich, die Dinger. Jetzt. Das müsste am Stein liegen direkt, ja. Oh, oh ja. Oh ja. Na gut. Rippstein. Mach mal auf den Dino, ich will mal wissen, wie viel Schaden das macht. Das dürfte nicht so viel machen, das sind ganz normal unaufgewertete Granaten, weil du die nicht aufwerten kannst. 250 jeweils. Der Arme. Ja, aber es waren doch nur Liebesgranaten. Hast du Er hat dich gehauen. Das geschieht, okay, dir recht. Nee, den Kampf nehme ich auf. Kein Problem. Komm her, ja. Willst du nochmal schlagen? Oh, er ist gefallen. Auf Wiedersehen. Was los bei dir? Fiese Geschichte. Er hat ihn nur einmal gepeitscht. Das war verdient, du hast nämlich Granaten. Dein Kollege ist auch gestorben. Dein Sohn ist auch tot. Und die Gudrun, direkt mit der Rache an der ganzen Familie. Die Gudrun, mit der er so gut. Ja, brutal, ey. Das ist hier. Die Gudrun, mit der er sich so gut verstanden hat, die wird jetzt auch noch sterben. Töte euch alle. Guck mal, da ist wirklich noch sein Baby. Oh, süß. Sicher, dass es sein Baby ist? Vielleicht ist auch seine Freundin. Beiden Fällen tot. Okay. Hallo, liebe Gudrun, die er so gerne mochte. Und Pteranodon. So ein Monster. Ein uninformierter Bystander wurde umgebracht. Der zweite Gudrun. Ja, wir wollen ja nicht, dass er nach der ersten gesucht wird. Oh, eine dritte hat es auch mitbekommen. Oh nein, die musst du alle ausschalten, dass keiner mitbekommt, was hier passiert ist. Ja. Der Strike da vorne, seht ihr das? Oh, das sehe ich auch. Habt ihr das gerade angeschossen? Ich weiß nicht. Ja, ihr habt's angeschossen. Hi, mein Name ist Katze. Möchtest du ein Schwert? Okay. Der da vorne, der sucht er noch seine Familie. Haben wir sie dann jetzt alle ausgerottet? Will ja nicht sagen, vielleicht, aber du bist ganz schön vielleicht gemein. Vielleicht sollten wir Katze das Engelskostüm anziehen. Er ist ein Todesengel. Ja, der Überbringer des Todes auf jeden Fall. Inigami-Cat. Hübsch sieht nein aus. Weiß auch nicht, ob ich unter solchen Voraussetzungen mit Katze noch zusammen spielen, ja, möchte. Ja, das ist schon nicht okay eigentlich. Nee.
Dein Vieh sieht auch schön aus. Ja, ne? Hübsch, oder? Schön zweifarbig. Gefällt mir auch. Katze lässt auch sein Flugtier zurück, aber ist okay. Und es ist noch ein Diplo, der noch lebt. Katze tötet alles. Oh, der ist rot. Töte ihn. Der Weg weiß, sie getötet werden. Der blutet schon. Ja. Sehr gut. Gab sogar ein Level up. Pteranodon. Katze killt einfach alles. Der ist gerade im Killwahn, oder was ist los mit dir? Ja, deswegen ja das Engelskostüm. Todesengel Katze. Was ist da unten? Ist das etwa ein Ovi? Trumpshot. Müssen sie im Wahnsinn Einhalt gebieten. Hör auf damit! Er ist tot. Er muss Disziplin lernen. Man tötet hier nicht arme kleine Dinos. Du kannst nicht alles töten, nur weil dir seine Nase nicht gefällt. Tschüss. Erstmal das Fleisch mitnehmen. Das brauchen wir für unsere Tröge. Jemand hat Katze den Berg runtergeworfen. Eindeutig Baloui. Nee, Baloui war schon lange weg. Eindeutig Baloui. Der hat ihn auch umgebracht. Oh, hier ist ein pinker Bus. Cool. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ihr habt mich nur stärker gemacht. Jetzt habe ich ein Flugviech dabei zum Töten. Okay, viel Spaß. Was willst du jetzt noch mehr töten von den armen Dinos? Ich habe schon zwei Kills, seitdem ich angefangen habe, mit euch wieder zu reden. Ach, du hattest aufgehört, mit uns zu reden, deswegen war es so angenehm. Rip-Einhorn! Das letzte Mal schon. Das war das letzte Einhorn. Ja, das sagen wir jedes Mal, wenn wir ein Einhorn töten. Ja, vielleicht ist es ja diesmal wirklich das letzte. Hat schon jemand den Giga in Valentinsfarben gesehen? Stimmt, wo ist der zweite Giga? Den haben wir noch nicht gefunden. Ich könnte auf einen von unseren Gigas ein Herzchen malen. Katze wütet hier wieder umher. Und greift den armen Dino an. Der hat das gar nicht verdient. Nee. Der hält ganz schön was aus, wa? Und tot. Überall liegen Leichen auf der Ebene. Katze ist einfach nicht nett zu den armen Dinos. Nee. Weiß nicht, ob ich das so unterstützen kann. Ich hoffe, er kriegt dafür böse Kommentare. Oh nein, das war nicht der Plan. Oh, der ist aber groß, okay. Suche gerade noch den zweiten Giga. Irgendwo müsst ihr. Du hast nur einen getötet, Katze, ne? Wie soll ich denn den Giga anmalen, wenn ich ja nicht rankomme? Oh. Der ist zu groß. Kann mit Mausrad kannst du ja, rein und raus. Ja, ich kann nicht rauszoomen, ich sehe trotzdem nur sein Bein. Oh. Du kannst auch irgendwie drehen am Kopf und so mit Shift, glaube ich, oder STG, muss man ein bisschen probieren. Ich weiß, aber ich kann trotzdem nur seinen Unterschenkel sehen. Dann malst du halt nur seinen Unterschenkel an. Also in dem Moment muss man halt auch dazu sagen, dass das Spiel jetzt erst eine Vollversion für 60 Euro ist. Ne? Solche Bugs zu beheben ist absolut unmöglich im Laufe der Zeit. Ja. Wir mussten ja Atlas entwickeln. Er ist der Giga der Liebe. Entwickeln. Das ist ja, das ist eine nette Beschreibung. Ja, hat gar nicht wehgetan. Okay. Sind schon andere Spielelemente drin. So much Boot. Ich könnte auf einen Dino Baluis doof schreiben. Nein. Kannst könnte aber auch sein lassen. Dino schreiben, dass Wasser nass ist. Das ungefähr genauso aufklären. Hallo, ist nett sein. Ja, weiß ich. Das ist ja das Traurige. Ah. Ist nett sein, bist du so doof. Es gibt halt echt nur diesen einen Giga heute. Was ist denn das? Da waren immer zwei. Der andere wird irgendwo unten am Strand sein. Ja, ach, ich such da schon die ganze Zeit. Ja, aber das Problem ist unten am Strand. Strand ist halt rechts. Du bist wahrscheinlich irgendwo links. Ja, wahrscheinlich.
Sag ich absichtlich, dass Seidenschnabel noch bei der toten Dodotanik steht? Bei der toten Dodotanik? Nee, nicht bei der toten. Unten bei der Dodotanik. Ist ja nicht so gut, dass der da so im Freien steht. Ich hol den mal ab. Nein, ich mach schon. Na gut. Das ist nett von dir. So. Leute, das war's aber mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abgesehen von dem, was Katze den armen Dinos hier angetan hat. Wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, schaltet morgen bei Katze ein. Da kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Bleibt schön feurig.